Ich kann nicht genug betonen, was für ein Wunder und was für ein Segen es ist, den physischen Körper zu verlassen und in andere Dimensionen der Realität aufzusteigen. Menschen, die diese Erfahrung nicht gemacht haben, werden darauf bestehen, dass dies nicht möglich ist, dass es einfach eine Illusion ist, ein Traum oder eine Halluzination. Aber es ist das absolute Gegenteil. Anstatt wie in unserem normalen Leben wach zu sein, sind die Astralreisenden oft super wach, wacher als wach, mit einer Klarheit des Geistes und der Wahrnehmung, die alles übertrifft, was wir mit unserem normalen physischen Körper erfahren können. Alle unsere Sinne sind geschärft. Anstatt mit einem physischen Blickwinkel von lediglich 130 Grad ausgestattet zu sein, berichten Astralreisende häufig, dass sie rund um 360 Grad Sichtweite haben. Hier brauchen wir keine Worte zur Kommunikation, wir können uns einfach telepathisch unterhalten. Wenn wir unseren physischen Körper verlassen, betreten wir fast immer eine feinere Schwingungskopie unserer physischen Welt, die traditionell als Astralwelt beschrieben wird. Um eine Vorstellung davon zu bekommen, wie die Astralwelt aussieht, müssen Sie einfach nur Ihre Haustür öffnen, nach draußen gehen und sich umschauen. So sieht die Astralwelt aus, genauso real. Menschen, die Astralreisen, denken oft, dass sie sich in der physischen Welt befinden und oft können sie gar nicht glauben, dass sie eine außerkörperliche Erfahrung haben und müssen sich selbst davon überzeugen, dass sie nicht auf magischer Weise in einen anderen Ort in der physischen Welt transportiert worden sind. Ich persönlich führe den Schwebetest durch. Das heißt, ich hebe vom Boden ab und schwebe in die Luft, um absolut sicher zu sein, dass ich nicht auf der physischen Ebene bin, sondern auf der Astralebene. Das ist der Grund, warum manche gestorbene Menschen nicht immer erkennen, dass sie tot sind, weil sich alles so lebendig und physisch anfühlt. Erst wenn ihr Tod sie in einen viel höheren Bewusstseinszustand versetzt, der oft als himmlischer Zustand beschrieben wird, indem sie von einem Gefühl der Liebe und der Heimkehr umgeben sind, wird ihnen erst bewusst, dass sie ihre physische Ebene verlassen haben oder wenn Freunde oder Verwandte, die schon eine Weile tot sind, sie willkommen heißen und sie in ihren neuen Zustand einführen. Solche Beschreibungen finden wir oft bei Menschen, die eine Nahtoderfahrung hatten, aber das passiert nicht immer. Für eine große Anzahl von Menschen ändert sich nichts wirklich, weil sich ihre Umgebung wenig verändert und sie können eine beträchtliche Zeit in der sogenannten erdnahen Astralebene verbringen, weil es genauso aussieht und sich genauso anfühlt wie auf der Erde, als sie noch lebten. Die meisten Menschen, die sterben, durchlaufen eine Anpassungsphase, insbesondere wenn sie krank waren oder unerwartet gestorben sind. Vieles hängt davon ab, in welchem Zustand sie sich zum Zeitpunkt ihres Todes befanden. Die Menschen werden feststellen, dass ihre neue Umgebung ein Spiegelbild ihres allgemeinen Gefühlszustandes, ihrer geistigen Einstellung, ihrer Überzeugungen, Vorurteile, Interessen, ihrer moralischen Einstellung, ihrer Eigenschaften wie vorherrschende Emotionen wie Wertschätzung, Freude, Einfühlungsvermögen und Liebe, aber auch von Groll, Wut, Hass oder Streitlust ist. Negative Einstellungen lassen nicht zu, dass sich höhere Energie in ihrer Umgebung manifestiert
und infolgedessen ist ihre Umwelt oft sehr dunkel, zwielichtig und kann sich sehr kühl oder sogar kalt anfühlen. Es kann sogar regnen oder stürmen. Die Vegetation kann sehr spärlich sein, das Gras gelb und leblos, die Landschaften trostlos, öde und der Himmel ist bewölkt. Die städtische Umwelt kann aus einschüchternden Gebäuden bestehen, mit hohen Mauern, gähnenden Fensterlöchern, aus denen kein Licht ausstrahlt. Aber auch das Gegenteil ist der Fall. Positive Gefühle und Energie versetzen Menschen in helle, sommerliche und schöne Umgebungen mit üppiger Vegetation. Menschen, die in der Blüte ihres Lebens stehen und auch Tiere. Städte mit unglaublicher Architektur, Kunst und pulsierendem Geschäftsleben, in denen die Menschen nach der Erfüllung ihrer Träume suchen. Mit Partys und Unterhaltung im Überfluss. Für die meisten Menschen ist das wie der Himmel selbst. Es gibt viele Unterstufen dieser Welt. Einige sind einfach ein fades Abbild unserer Erde. Andere ein Abbild unserer Erde an dunklen Novembertagen. Wieder andere ein bisschen heller. Es kann wie die Erde bei Nacht sein, mit einigen erleuchteten Flecken. Aber auch hier finden wir Menschen, die ihr Bestes geben, die Atmosphäre zu erhellen, mit Musik und Tanzgruppen, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, die Bewohner zu ermuntern. Wir finden in diesen Regionen viele Menschen, die als Helfer arbeiten und die versuchen, die Menschen von ihren düsteren Zuständen zu befreien und sie in höhere Regionen einzuführen. Einige von ihnen sind Astralreisende, die es sich zur Aufgabe gemacht haben, solche Dienste zu leisten. Sie arbeiten oft in Verbindung mit anderen Astralhelfern, die in der Astralwelt schon leben. Unsere Medien, Filme und Religionen haben oft ein verzerrtes Bild vom Leben nach dem Tod vermittelt. Glücklicherweise hat sich in den letzten Jahren ein Konsens darüber herausgebildet, wie das Leben nach dem Tod aussieht, der aus einer Vielzahl unterschiedlicher Quellen stammt, sodass wir jetzt ein umfassenderes Bild von Welten haben, die uns nach dem Ende unseres physischen Lebens erwarten. Dieses Wissen sollte uns helfen, das Leben nach dem Tod ganz neu zu betrachten, mit der Einsicht, dass das Leben nicht endet und wir sicher sein können, dass wir uns eines Tages mit unserer geliebten Familie und unseren Freunden wieder vereinigen können. Sie sind noch immer da, wenn auch ungesehen und ungehört durch unsere physischen Sinne. Aber die größten Mysterien des Lebens nach dem Tod sind noch weitgehend unerforscht. Wir haben kaum die Haut dieses Mysteriums angekratzt. Wir wissen nicht, wie und was die Welten mit ihrer unendlichen Vielfalt der Erscheinungsformen und unermesslichen Reichtum zu bieten hat. Erst wenn wir die Erweiterung unserer Sinne und Gefühle erfahren, wenn wir in unseren Astralkörper eintreten und ihn vollständig in Besitz nehmen und unser Bewusstsein entfalten, bekommen wir ein besseres Verständnis dafür, wie diese Welten funktionieren. Im Vergleich zu unseren erweiterten astralen Sinnen sind die physischen Sinne einfach stumpfe Werkzeuge, die uns eigentlich nur dazu dienen, in der physischen Welt zu überleben. Wir hören Astralreisende oft verkünden, dass sie wacher als wach sind, ihr Verstand klarer und schärfer ist, die Sinne erweitert. Das Gleiche gilt auch für unsere kognitiven Fähigkeiten. Zum Beispiel die Erfahrung, dass das Wachleben im Vergleich dazu nur ein Traum zu sein scheint. Manche Menschen, die eine Nahtoderfahrung gemacht haben, berichten oft, dass sie aufgewacht nach Hause gekommen sind und ihr Leben nur ein Traum gewesen ist.
Die Menschen verlieren schnell das Interesse an ihrer Vergangenheit, sobald sie in ihrem neuen Leben vollständig erwacht sind. Dann nehmen sie die unglaublichen Möglichkeiten wahr und erweitern den Horizont ihrer Erfahrung. Es kommt häufig vor, dass Menschen einen Alltag im Jenseits wählen, der sich kaum von ihrem vorherigen Leben auf der Erde unterscheidet, mit denselben alten Gewohnheiten, von Ignoranz umgeben und wo sie sich nicht mit Dingen befassen, die außerhalb ihrer Komfortzone liegen. Sie wollen die Alltäglichkeit nicht verlassen. Spontane Manifestationen, wie zum Beispiel eine Tasse Tee zu trinken, die sich einfach aufgrund einer Absicht manifestiert hat, ohne ihn vorher brühen zu müssen, werden schnell als gegeben integriert, ohne dass es weiterer Gedanken oder Untersuchungen bedarf. Wenn jemand sein Aussehen direkt vor seinen Augen verändert, ist das einfach Teil der gegebenen Realität und bedarf keiner weiteren Betrachtung. Wie die Menschen hier leben sie auch dort noch immer in einer Art Traumwelt, unbewusst, ohne sich viel Gedanken über die Natur der Wirklichkeit zu machen. Sie leben einfach dahin, wie sie es immer gewohnt waren, als sie noch lebten. Viele nehmen einige seltsame Erscheinungen der Astralwelt einfach hin. Wie die Menschen hier leben sie auch dort noch immer in einer Art Traumwelt, unbewusst, ohne sich viel Gedanken über die Natur der Wirklichkeit zu machen. Sie leben einfach dahin, wie sie es gewohnt waren, als sie noch hier waren. Viele nehmen einige seltsame Erscheinungen der Astralwelt einfach hin, ohne darüber nachzudenken. Sie werden einfach genauso leicht akzeptiert, wie wir Ereignisse in einem normalen Traum akzeptieren, egal wie unsinnig sie sind. Das größte Problem vieler Neugestorbener ist ein allgemeiner Mangel an Bewusstsein. Wenn Menschen sich beispielsweise in einer negativen Umgebung wiederfinden, wo ihnen vielleicht die Haare ausfallen, ihre Haut altert oder sich Anzeichen einer unerklärlichen Krankheit zeigen, sind sie nicht in der Lage, dies mit ihrem derzeitigen Geisteszustand zu verbinden. Sie sehen keine Verbindung zwischen ihrem Geist und ihrer Geistesmanifestation und sie sind oft auf astrale Helfer und Sozialarbeiter angewiesen, die ihnen helfen, ihr Bewusstsein zu schärfen oder sie über die Kausalität zwischen Geist und Umwelt aufzuklären, wo sie sich von einer selbstverschuldeten misslichen Lage befreien können. Viele Menschen neigen dazu, sobald sie aus ihrem unangenehmen Zustand heraus sind, in ihre gewohnte Welt zurückzukehren, ohne daran zu denken, sich zu verbessern oder weiterzukommen. Dieser Mangel an Gewahrsein führt oft dazu, dass wenn sich die astrale Energie erschöpft hat, sie einfach in eine Art von Schlaf fallen, indem sie die latenten Energien ihrer Seele den Prozess übernehmen, sich auf eine neue Inkarnation vorzubereiten, ohne dass ihr individuelles Ego eine Ahnung davon hat, was vor sich geht. Während bewusste Menschen in eine Art von Glückseligkeit eintreten, können unbewusste Menschen das alles nur als einen verschwommenen Traum wahrnehmen, bis sie sich dann auf der physischen Ebene im Körper eines neugeborenen Babys wiederfinden und ihre Reise von neuem beginnt. Nur den Mutigen, den Abenteurern, den Forschern, den Künstlern, den Wissenschaftlern, die von Neugierde getrieben und von subtilem Strom ihres höheren Selbstes inspiriert sind, wird sich die Welt öffnen und ihr Horizont erweitern. Was auch immer ihr persönliches Interessengebiet sein mag, es wird das Tor zu einer neuen Welt öffnen.
Ein Musiker zum Beispiel kann sich der subtilen Unterströmung von Klängen bewusst werden, die in der astralen Natur vorhanden sind, wenn er der subtilen Melodie des Windes, dem Murmeln des Baches oder dem Rascheln der Blätter lauscht. Oder er kann sich einfach zu denen hingezogen fühlen, die die Kunst der Musik und der Unterhaltung betreiben. Für jedes Interesse gibt es also eine Erweiterung und Öffnung zu völlig neuen Erfahrungswelten, die durch die Erweiterung der Sinneswahrnehmung unterstützt wird. Dann beginnen die Menschen ihre Reise zur Entfaltung ihres vollen Potenzials, und wenn sie für einen neuen Aufenthalt auf der Erde bereit sind, werden sie mit Talenten ausgestattet, die sie von den übrigen Menschen unterscheidet. Wir werden also sehen, dass das ganze Leben, nicht nur das Leben auf der Erde, Teil unseres Wachstumsprozesses als individuelles Wesen ist, das unsere Seele bei der Erweiterung des Bewusstseins unterstützt.